Liebe Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch die Riesen-Softeismaschine von Play-Doh mitgebracht. Hiermit lässt sich köstliches Softeis in den buntesten Farben zaubern. Außerdem könnt ihr das Eis nach euren Wünschen dekorieren. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann fangen wir doch mal an, vorsichtig das Paket zu öffnen. Dazu zieht ihr an diesem Klebestreifen. So, geschafft! Huch, da ist schon das erste Paket rausgefallen. Das legen wir uns erstmal zur Seite. Das sieht ein bisschen aus wie eine Rutsche vielleicht. Ist es aber bestimmt nicht. Hier haben wir einen großen weißen, ja, wir nennen es gleich mal Fuß. Und das da scheint doch auch die Maschine zu sein. So, wir stellen uns das Paket an die Seite, damit wir sehen, wie die Eismaschine aussehen wird. Oh, schaut mal, hier haben wir 5 verschiedene Knetmassen von Play-Doh. Die packen wir zuerst aus. Weiß, pink, gelb, grün und blau sehe ich da. Da können wir aber wunderschönes Regenbogeneis zaubern. Wie das wohl zusammenpassen mag. Schauen wir uns doch am besten erstmal die Anleitung an. Wo hat die sich denn wieder versteckt? Ach, genau, da haben wir sie schon. Hier ist wieder in Bildern Schritt für Schritt erklärt, wie wir die Eismaschine aufbauen müssen. Sieht doch gar nicht so schwer aus. Dann fangen wir mal an. Also, als erstes schnappen wir uns die Eismaschine. Die sieht sogar, finde ich, ein bisschen wie ein Clown aus. Findet ihr nicht auch? Mit der blauen Nase, grüner Mund. Damit diese besser hält, stecken wir sie auf den weißen, naja, nennen wir es mal Fuß. Der ein bisschen aussieht wie eine große, schöne Blume. Ja, jetzt müsste es eigentlich halten. So, in dem ersten Päckchen sehen wir... ich glaube, das könnten zwei... Ja, das könnten zwei schöne Eisbecher sein. Ein grüner und ein blauer. Stellen wir uns mal zur Seite. Was versteckt sich hier? Ah, tatsächlich. 5 verschiedene Eiswaffeln, in denen wir unser Eis unseren Freunden servieren können. Oder selber vernaschen können. Aber Achtung, liebe Kinder. Das Eis, was wir jetzt zaubern, ist natürlich kein echtes Eis, sondern bloß zum Spielen gedacht. Falls ihr mal Hunger auf ein echtes Eis habt, fragt doch mal eure Mami oder Omi oder Papa oder geht bei dem schönen Wetter raus in eine Eisdiele und genießt gemeinsam köstliches Eis. Nun gut, weiter geht's mit dem Aufbauen. So, an der Seite müssen wir noch eine Halterung befestigen. So, zack, jetzt hält's. Dort lassen sich nämlich jetzt die Eisbecher. 1 und 2. Aber natürlich auch die schönen bunten Eiswaffeln hineinstecken. Dieses Gerät nennt sich eine Regenbogenspritzkurbel. Das klingt jetzt ganz schön kompliziert, aber eigentlich hilft uns diese Kurbel bloß dabei, dass wir unser Eis in bunten Farben und Formen verzieren können. Das werdet ihr später noch genauer sehen. Ah, und hier haben wir noch 2 Löffel. Die sind dann für die Eisbecher natürlich ganz wichtig, deswegen sind die auch in den Farben grün zum grünen Becher und blau zum blauen Becher vorhanden. So, jetzt kann's losgehen mit dem ersten Eis. Ich habe mich für grün als erstes entschieden. Das könnte vielleicht Apfel werden. So, das stecke ich jetzt in die Mitte. Das gibt nämlich das Eis im Becher. So, und an der Seite in unsere lustige Regenbogenkurbel. Da stecke ich jetzt pinke Knetmasse rein. Was könnte wohl pink werden? Vielleicht Erdbeer oder Himbeer? Oder sogar Kirscheis? Lassen wir uns überraschen. Das Ganze müsst ihr jetzt noch verschließen, damit es schön fest ist. Jetzt schnappen wir uns den ersten Eisbecher. Nehmen wir den blauen. Den steckt ihr vorsichtig unter die Eismaschine. Und jetzt fest an dem Hebel drücken. Oh, schaut mal, was da für ein schönes grünes Apfeleis hinauskommt. Und das ist doch gleich schon so hübsch geschwungen. Jetzt nehmen wir es vorsichtig hinaus. Ah, das hängt noch ein bisschen. Da dürft ihr mit den Händen nachhelfen. Ja, das schaut doch schon gut aus. Das erste Eis ist fertig. Wer möchte es?
So, jetzt das nächste. Jetzt machen wir ein pinkes Eis. In die Mitte der Maschine kommt immer quasi das Haupteis, das eigentliche Eis, was ich esse. Jetzt haben wir also pinkes Himbeereis. Wenn ich auf den Hebel drücke, kommt das wieder da ordentlich hinaus. Ah, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Zack, hier im nächsten Bild habe ich das jetzt genau umgekehrt gemacht. Also pinkes Eis mit einer grünen Verzierung. Lasst uns noch mehr Eis für alle unsere Freunde zaubern. Jetzt habe ich das Weiße gewählt. Oh, ich glaube, das ist Vanilleeis. Das mag ich besonders gern. Da steckt ihr wieder in die Form in die Mitte. Ah, schön festdrücken, damit nichts daneben geht. Jetzt schieben wir das wieder ganz vorsichtig in die Eismaschine rein. Nehmen uns eine Eiswaffel. Und drücken wieder fester am Eishebel. Tada! Mmh, da kommt leckeres Vanilleeis hinaus. Sieht das aber hübsch aus. Und wie schön es geschwungen ist. Jetzt zeige ich euch noch genauer, wie ich immer die kleinen Verzierungen auf das Eis draufsetze. Dafür kommt jetzt die Regenbogenspirale zum Einsatz. Mit der Regenbogenkugel könnt ihr bunte und leckere Verzierungen für euer Eis zaubern, wie zum Beispiel bunte Streusel oder auch kleine Figuren, die ihr oben drauf setzen könnt. Ich schnappe mir ein bisschen blaue Knetmasse, die wird in diese Kurbel hineingesteckt. Dazu könnt ihr die Knetmasse ruhig zu so einem Wurm formen, dann passt die einfacher in die Spirale hinein. So, jetzt müsst ihr ganz viel drehen, damit das schön verschlossen ist. Und der Drehspaß beginnt. Hinausfallen lauter bunter Zuckerstreusel. Falls die daneben gegangen sind, könnt ihr natürlich noch ein bisschen eintauchen. Köstlich. Sieht das aber lecker aus. So, wenn nun euer Eis fertig ist, ist es wie nach dem Spielen im Kinderzimmer. Es muss aufgeräumt werden. Aber mit der Knetmasse von Play-Doh macht das doch gleich viel mehr Spaß. Lasst eurer Kreativität Lauf und verziert euer Eis mit bunten Farben und schönsten Formen. Das war unser Unboxing-Video von der Play-Doh Softeismaschine. Wenn ihr weitere Videos mit coolem Spielzeug sehen möchtet, dann klickt auf das kleine Video unten im Bild. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und teilt uns in euren Netzwerken. Bis bald, euer Pandido-Kanal.